Ja, aber die, wo nicht emotional sind, die können genauso umfallen. Die sind ja auch emotional, die sind nur anders. Emotional. Da hat keiner auf der Bank und denkt irgendwie an seinen nächsten Ausflug beim Spiel. Sie müssen keine Angst haben. Das hat nichts damit zu tun. Besser ist manchmal, du lässt es raus, sagt man auch. Ich habe auch schon Trainer auf der Bank gesehen, die haben sich gar nicht mehr bewegt, aber die waren nicht gesund. Ja, früher, vor vielen Jahrzehnten, ja. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ich möchte nichts sagen. Ich will niemandem so nahe treten. Natürlich denkt man das. Ich habe noch gegen ihn gekickt. Ich weiß mal gar nicht mehr von der Zeit. Wann war das? Wann waren wir im Trainingslager? 2 Wochen oder 3 Wochen. Und dann haben wir gekickt gegeneinander. Dann haben wir noch geschwätzt miteinander. Es kann alles passieren. Wir können alle morgen umfallen. Und zum Glück ist ja kein Herzinfarkt und ein Schwächeanfall. Kann jedem passieren. Alle Trainer. Und ich bin auch in Köln am 3:0 nicht mehr aufgestanden. Ich habe auch gewusst, warum. Wenn ich jetzt aufhören würde mit Trainer oder so, dann kann es sein, 6 Wochen ist gut und vielleicht immer ein halbes Jahr hocke ich irgendwo. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Dann geht es mir auch wieder nicht gut. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich habe es gut und irgendwann haut es mich um, aber die euch auch. Sie auch. Das ist sicher. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass das endlich ist. Und das weiß jeder.